Was geht ab, Freunde und Supporter? Euer So. Ich kann kaum glauben, dass das funktioniert hat. Ich schulde diesem Affengott, glaube ich, einen kleinen Gefallen. Ich krieg nicht mehr. Alles klar. Ja, was geht ab, Freunde? Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Far Cry New Dawn. Willkommen. Nice, danke. Danke auch an dieser Stelle fürs Feedback an die Leute, die das Projekt auch unterstützen. Mit einer Bewertung, mit einem Kommentar. Indem sie sich beteiligen, Freunde. Das motiviert einen. Vielen Dank. Die sind ja richtig aufgeregt hier. Was ist denn da los? Naja, auf jeden Fall gerne weiter unterstützen, Freunde. Checkt doch die Videobeschreibung ab. Twitter, Instagram, Twitch könnt ihr mir gerne auch kostenlos folgen. Wenn ihr mal Bock habt, so einen kleinen Einblick in die Aufnahmezentrale zu bekommen oder mal mich zu sehen oder so, auf Instagram. Schaut da auf Instagram vorbei. Für coole Tweets auf Twitter und für Streams, wenn sie denn am Start sind. Natürlich Twitch, Freunde. Twitch. Übrigens, Freunde, ich habe mir gerade eben kurzerhand hier das Level geholt. Für den Heilgarten. Ich dachte, ich wäre schon in einer Aufnahme. Ihr habt nichts verpasst. Halt nur, wie denn plötzlich die Pflanzen hier standen. So ein bisschen, ihr habt nichts verpasst. Ich würde allerdings gerne mit euch kurz mal den anlabern. Denn er hat wahrscheinlich noch einen Auftrag für Herc oder sowas, ne? Ich bin in so einer richtigen Gute-Nachricht-Schlechte-Nachricht-Situation. Die gute Nachricht? Ich habe Gina gefunden. Blays leibliche Mutter, Hercs große Liebe. Die schlechte Nachricht ist, die Highwaymen haben sie und sie soll beim Gefangenen-Derby mitfahren. Damit bestrafen sie alle, die der Gang gegenüber nicht loyal waren. Und der Gewinner kriegt seine Freiheit zurück. Das Problem dabei ist, dass das voll die Verarsche ist, bei der keiner gewinnt und alle grausam abgewitzelt werden. Tja, ich schätze, sie sind immer noch sauer, weil sie uns das Baby gegeben hat und nicht denen. Ja, sogar Penisköpfe mögen Babys. Ich meine, sind halt was Besonderes. Jedenfalls, du musst dafür sorgen, dass Gina gewinnt und lebend da rauskommt. Weil sie Blades leibliche Mutter ist und keiner unserer Familie abmetzeln darf, okay? Außerdem weiß ich nicht, ob du Herc schon mal traurig erlebt hast. Das ist echt kein Spaß. Wie ein trostloses Häufchen Elend. Und ich habe mit dem anderen Baby schon genug zu tun. Also bitte rette Gina. Nimm das Scharfschützengewehr und baller alle weg, die ihr im Weg sind. Ich bin dankbar, dass wir nach diesem Angriff. Guck mal, da ist Blade. Sieht er nicht süß aus? Blade. Oh, Schwierigkeitsgrad 3 schon? Okay. Eigentlich müsste man jedes Mal nach jeder Mission erstmal das komplette Lager abklappern, ne? Und die ganzen Sachen mitnehmen. Ich will jetzt aber noch ganz kurz mal hier an die Werkbank und mir nochmal kurz eine neue Waffe basteln. Beziehungsweise eine Waffe wieder mitnehmen. Und zwar... packen wir uns den mal ein. So, zack. Alles klar. Ansonsten gucken wir mal, welche Mission wir als nächstes machen. Ich würde sagen, wir gehen mal zu dem Pastor Jerome, Junge. Jerome. Freunde, ihr seht es schon. Pastor Jerome ist in Gefahr. Wir müssen ihn retten. Wir müssen ihn retten, Freunde. Ich bin auf dem Weg! Pastor Jerome! Jerome, Junge, was machst du denn hier? Warum hast du denn hier so viel Stress? Brody. Den beiß tot! Beiß ihn tot, Timber! Das ist einer für dich, der ist Level 1. Schieß dich auf meinen Hund, du kleine Ratte, Alter. Nein. Das machst du gut, Timber. Das machst du gut. Lebt er noch? Nein. Timber, da, guck mal. Fass ihn, Timber! Fass! Ja, greif den an. Greif die an, die Alte. Boah, Alter, was ein heftiger Angriff. Warte, Jerome, ich trainiere gerade meinen Hund. Ja, auf meinen Hund zu schießen. Beiß ihn weg. Beiß ihn noch weg. Beiß ihn weg. Genau, nochmal. Oh Gott, was ist das, Alter? Was ist das? Kommt der Gegner? Ah, da kommen Gegner. Alles klar, machen wir es einfach mal so. Gar keine halben Sachen. Bam, weg. Ist das die Toilettenspülung hier oder was? Hört sich an wie eine Toilettenspülung, Alter. Papa, Papa, Jerome, keine Angst, ich komme jetzt nach oben, okay?
Ich will dich nicht ausrauben oder sowas. Reines Glück, dass ich noch lebe. Du bist nicht Jerome, das ist nicht Jeromes Stimme. Oder? Nee, du bist nicht Jerome. Wo ist Jerome, Junge? Wie komm ich jetzt hier hoch? Wegen Jerome. Natürlich bist du nicht Jerome. Wie komm ich denn jetzt hoch, Alter? Der lässt mich ja nicht hoch. Ah, jetzt hier. Okay. Ja, was geht, Brudi? Alter, du bist es schon wieder! Junge! Hast du hier hingeschissen oder warum sind die Fliegen hier am Start? Danke, nee, dass du mich rausgehauen hast. Pastor Jerome und ich greifen jetzt schon eine Weile Konvois an und befreien Gefangene. Aber dieses Mal ging alles schief. Wir haben einen Truck überfallen und gerieten in einen Hinterhalt der Highwaymen. Sie haben Jerome. Ich bin gerade noch mit dem Leben davon gekommen. Gott weiß, wohin sie Jerome gebracht haben. Vielleicht finden wir einen Hinweis in diesem Truck. Er ist nicht weit von hier. Schwierigkeitsgrad 1. Aha, immerhin mal nur 200 Meter entfernt, nicht wieder 800.000. Das ist doch schön. Da kann man einfach mal schön locker flockig kurz einen Sprint einlegen. Gefühlt sind es aber mehr als 200 Meter. Oder wir laufen wirklich sehr langsam. Ich hab keine Ahnung. Kommt der Typ? Hallo? Klon? Also Klon, weißt du? Weil wir haben sein Gesicht schon jetzt tausendfach gesehen. Leute, wirklich Stress. Weg da! Ja, ach Mann, geh doch weg da. Warte, den töte ich auch mal eben. Timber, Mann. Du musst doch wissen, hast du nicht das Far Cry 5 Let's Play gesehen? Hast du nicht gesehen, was mir da passiert ist? Zieht euch wenigstens best auf rein, Freunde, wo ich Mühe voll geschnitten habe. Yo, yo, boah, ich bin tot, Timber, jetzt rette mich doch mal. Kann er überhaupt die Tiere tot beißen? Nee, wahrscheinlich. Es gibt da einen verrückten Prediger mit einer Schrotflinte, der rumläuft und Konvois angreift. Wenn ihr ihn fangt, mein Boss will so schnell wie möglich mit ihm reden. Bringt ihn zur alten Kellet Farm und wir bringen ihn dann zum Verhör. Okay. Die ist da hinten. Komm mit. Hör mal zu, Timmer, du musst mehr töten. Verstehst du das? Okay, 100% drauf auf den Typen, aber juckt die nicht. Ich habe schon Rome zurückgelassen? Hä? Ach, der ist in dem Konvoi oder was? Ich sollte doch gerade hier noch hinlaufen. Jo, das war's halt. Wie soll ich denn den noch einholen? Saß der in dem Konvoi, den ich gerade angeschossen habe? Der ist doch nicht schon so weit entfernt plötzlich. Oder? Okay, Freunde. Jetzt sind wir an der richtigen Stelle. Kurz nebenbei plündern. Jo, was geht, Brudi? Oh, danke, dass ihr genau hier eine Stelle habt, wo man hochklettern kann. Locker flockig. Da ist den Tod. Weiß ihn tot! Mach, Timber! Du sollst dich nicht bumsen! Alles klar. Den weiß auch bitte tot. Genau, Jerome, wir kommen gleich! Genau, Timber, genau. Guck mal, hier hinten ist auch noch einer. Den greifst du auch noch mal an. Timber, wo bist du jetzt schon wieder? So ist gut, Timber.
Okay. Perfekt. Perfekt. Hey du, richtiger Gott. Alter, für jeden Befreiten einen Vorteilspunkt. Wie nice. So, Jerome kann ganz kurz warten. Kurz Schloss knacken. Der wird das schon verstehen, der Bruder. Der wird es verstehen, Freunde. Wenn er nicht so ein feiger Pastor wie in Walking Dead ist, dann wird er das schon verstehen. Erstmal die anderen befreien, dann looten und dann ihn holen. Ich könnte ein was für einen Tag. Danke. Bitte. Deine Zuflucht für den der rechtschaffenen Weges ist, ist der Herr. Aber verderben. Hey! Schnell! Ah, wir stehen in deiner Schuld. Ja. Mach weiter so. Zum Glück sind diese Leute wohl auf. New Eden scheint ganz gut für sich sorgen zu können. Ja. Ich frage mich, ob sie ihr Wissen teilen würden. Ja, vielleicht nicht. Auf ein Wort, bitte. Ich sollte mich erstmal richtig vorstellen. Jerome Jeffries. Die meisten nennen mich Pastor Jerome. Ich weiß wirklich zu schätzen, was du hier getan hast. Du hast ein Gespür dafür, Menschen zu helfen. Das ist eigentlich meine Berufung. Mickey und Lou hören erst auf, wenn sie Hope County ausgeblutet haben. Und es ist ihnen egal, wen sie dafür platt machen müssen. Wir brauchen Leute, die sich gegen sie auflehnen. Jemandem wie dir würde ich folgen. Also, wenn du nach Verbündeten suchst, du hast einen. Ich schätze mich immer noch. Jerome, komm nach Hause! Jerome! Hatte der nicht im Vorgänger eine andere Stimme? Ich muss aber an der Stelle auch nochmal erwähnen, Alter. Ich verstehe so Leute wie Jerome einfach nicht. Was hat man denn davon, andere Leute zu retten? Man muss sich selbst genügen. Das hat Papst immer gesagt. Ich muss echt an der Stelle nochmal sagen, der Typ, also der Synchronsprecher von Jerome jetzt und anderen Figuren. Junge, was hast du für eine heftige Stimme, Bruder? Der muss ja die Weiber sofort mit zwei Sätzen macht er die richtig feucht, die Weiber. Typ, Alter, heftig. Krasser Typ. Der macht seinen Job eh gut. Egal welche Figur der spricht, der macht seinen Job mega gut, Alter. Der hat eine heftige Stimme. Gut, aber ich bin trotzdem der Meinung, Jerome hat in den letzten Teilen eine andere Stimme. Egal, scheiß drauf. Oh, hier ist non-safe. Juhu! Gut, Freunde, dann werden wir jetzt gleich mal gucken. Ich knack schnell mal das Schloss. So. Werden wir nochmal ganz kurz gucken. Was machen wir denn jetzt als nächstes? Die Mutter aller Probleme. Ansonsten haben wir auch nichts mehr offen, ne? Wir können ja noch diese Außenposten, aber naja, hab ich keinen Bock. Aber ich muss wahrscheinlich die Außenposten machen, ansonsten wird das nichts, Freunde. Ansonsten wird das nichts. Ja, Freunde, dann müssen wir wahrscheinlich doch dorthin. Bleibt ja nichts anderes übrig. Okay, Freunde. Okay. Scheiße, ich muss da oben! Fuck, fuck, fuck! Ich hoffe, da liegt ein geiles Snipe. Das ist ein Level 1 Snipe. Hä? Wow. Ich bin ja doch Sniper Killer One. Ist das ein Level 1 Snipe? Ich glaube schon. Ich sollte doch lieber meinen MG dann nehmen. Wenn ich dann jetzt noch treffen würde, wäre das ein Träumchen, Alter. Wenn ich jetzt meinen Granatwerfer dabei war. Raketenwerfer meine ich. Wenn ich jetzt noch treffen würde, meine ich. Alter, wie soll ich denn die platt machen, Junge? Ich treffe doch nichts von hier oben.
weil ich so dumm bin. Da ist einer von den Kindern! Einen habe ich. Gut, ah, einfach am besten auf die scheiß Autos ballern, Alter. Scheiße, scheiße. Stell her die Scheiße! Ups! Bam, Junge! Voll ins Fenster rein! Oh oh! Nicht das China tot. Nein! Ja, bist du dumm? Fahr doch nicht zurück! Ja, ich hab's verkackt. Ich bin dumm. Scheiße! Bleiben wir lieber bei Molotov-Cocktails. Die funktionieren wenigstens. Scheiße! Als ich es geworfen habe, dachte ich mir, scheiße, was passiert, wenn sie zurückfährt? Was macht sie? Sie fährt zurück. Naja, hab ich gesagt, Frauen haben Steuerungeheuer. Ja, gut, okay, alles klar. Spaß. Muss auch treffen, Alter. Ich glaube, das ist echt die beste Methode, Alter. Einfach ein, zwei Mollys schnell herstellen. Achso, ich hab das Snipe gar nicht mehr ausgewählt. Keine Ahnung, Gott, Johnny Style. Na, wenigstens eins von zwei Treffen ist schon. Ist schon das Minimum, oder? Feuerteufel, aber sie fährt da auch durch. Das ist irgendwie auch nicht so geil, glaube ich. Hey! Oder ob es umdrehen. Oder so. Ach guck mal, das sind auch Fässer, die ich in dem Moment wegballern kann. Stimmt, hier sind ja überall Fässer. Bei den schweren ist es am besten, wenn ich das Auto kaputt baller einfach. Aber ich habe auch nicht so viel Munition irgendwie. Aber wie soll man bitte mit einem Level 1er Snipe die Level 3er Leute wegsnipen? Wie oft soll ich die treffen? 800 Mal oder was? Also, das ist halt auch schon wieder so ein bisschen bedingt geil. Komm schon! Oh, der hat ganz gut gesessen, oder? Nein? Oh, jetzt snappt er auf mich. Noch mehr Sniper. Oh. Ich seh dich, Arschloch! Okay. Okay. In meiner Welt waren wir auf seinem Kopf drauf. Schon wieder. Sie
Kommt das Auto? Wann kommt das Auto? Ich muss den Truck treffen. Truck treffen, Alter. Friss das und geh drauf, Alter. Komm, geh drauf jetzt! Ist ja immer noch ein Truck. Wo kommt der denn überhaupt her, Alter? Ich muss den schnell wegsnipen und dann den Truck wegmachen. Komm her. Komm her, du dreckige Drecksau, Alter. Da ist einer von den Sitzern! Jawoll! Woo! Aua! Boah, das wär's jetzt gewesen. Wow, 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 nicht überfahren, bitte! Hey, was geht? Elende Klapperkiste! Du bist der Scharfschütze, was? Ja. Ich hatte alles unter Kontrolle. Es wäre nicht nötig gewesen. Pass auf, ich dann weiß, dieses doch einfach. Kann man nicht gewinnen. Deswegen wollte ich es ja gewinnen. Aber danke. Vermutlich hast du mein Leben gerettet oder so. Ich hab's nicht so mit Entschuldigung. Bin dir nicht böse. Ich wollte nur ein paar Fressen meinen Siegerstempel aufdrücken. Ich mach die Scheiße mit den Zwillingen jetzt schon ein paar Jahre mit. Ich hab meinen Mund gehalten. Hab getan, was ich sollte. Alles, was ich wollte, war, dass die Kackbratzen mein Baby in Ruhe lassen. Und was haben die gemacht? Die wollten mir mein Kind wegnehmen und mich in ihrem scheiß Todesrennen... Ich bin gerade richtig angepisst. Ja. Wo war ich? Und was haben die gemacht? Die wollten mir mein Kind wegnehmen und mich in ihrem scheiß Todesrennen draufgehen lassen. Solange es die Zwillinge gibt, wird mein Kind nicht sicher sein. Die Highwaymen werden für alles büßen, was sie mir angetan haben. Du bist okay. Gib einfach Bescheid, wenn du mal Hilfe brauchst. Okay. Okay, Freunde. Wahrscheinlich reine Zeitverschwendung. Bist du jetzt meine Begleiterin automatisch oder was? Vielleicht weil Timber tot ist oder was? Ist Timber tot? Gar nicht mitbekommen. Wahrscheinlich ist Timber tot, ja. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, haben wir es erstmal. Ich schätze mal, ich müsste jetzt mal langsam, aber sicher. Die Außenposten machen, aber das würde ich dann offscreen machen. Auch wenn ich da nicht so wirklich Bock habe. Ich habe eigentlich gar keinen Bock auf diese Außenposten-Scheiße. Weil ich persönlich finde die sau langweilig. Weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es so, zumindest, weil ich das schon, keine Ahnung, Alter, gefühlt in 5 Spielen pro Jahr mache, irgendwie sowas in der Art. Das ist halt irgendwann auf Dauer nicht so nice. Aber es muss getan werden. Es muss ja getan werden. Wir brauchen Ethanol. Wir müssen wahrscheinlich, damit wir die nächsten Nebenmissionen und so weiter, die nächsten Hauptmissionen aufdecken, wahrscheinlich müssen wir unsere Base noch ein bisschen aufpumpen. Weil im Moment haben wir keine richtige Story-Mission. Und ich glaube, ich habe so gut wie alle aktuell verfügbar. Doch, hier oben ist was. Stimmt, ich muss ja zurück nach New Eden. Stimmt, so, das hatten wir. Stimmt, das hat ja beim letzten Mal, haben sie ja gesagt. Stimmt, nee, vergiss, was ich gesagt habe. Wundert mich trotzdem, dass es nicht im Logbuch angezeigt wird. Stimmt, da können wir natürlich hin direkt. Aber mit den Außenposten ist trotzdem, dass es langsamer gemacht werden müsste, glaube ich. Vor allem, wenn wir aufleveln wollen. Ja, und irgendwann müsst ihr ja sicherlich auch auf die Stufe 2 heben oder Stufe 3, je nachdem, wie du es sehen willst. Als zweite große Upgrade machen, damit wir wahrscheinlich wieder angegriffen werden von den beiden
Schwestern und dass es dann wieder weitergeht. Wahrscheinlich wird irgendwann der Punkt kommen, Asuka, jetzt hast du alle Missionen, die aktuell verfügbar sind, gemacht. Jetzt musst du erstmal deine Base aufleveln. Mach das, was du tun musst dafür, dann geht's weiter erst. Schätze ich mal, dass es so irgendwann der Punkt kommt. Naja gut, Freunde, ja, dann haben wir ja doch beim nächsten Mal was zu tun. Stimmt. Stimmt, das hat er ja beim letzten Mal gesagt. Ja, würde ich sagen, machen wir das beim nächsten Mal, oder? Wow. Was haben sie denn hier, Alter? Wie geil sieht das denn aus? Nice, Freunde, nice. Erstmal den ganzen Shit hier plündern. Gut, Freunde. Wir werden kommentieren nicht vergessen. Beim nächsten Mal einschalten. Ihr wisst Bescheid. Danke fürs dabei sein. Checkt die Videobeschreibung ab. Und haut rein. Panzerknacker. Haut rein. Tschüss.